Es wird noch etwas dauern, bis Axel und Zwindel unter Palmen Abstand vom Skisport suchen wird können. Sein Karriereende ist aber ohnehin keine Flucht, es ist dem kaputten Knie geschuldet. Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister zählt bei der WM-Abfahrt in Aare zu den Medaillenanwärtern. Wir werden ihn vermissen, sprach Teamkollege Kjetil Jansrud für viele. Er bedauere nichts, das würde auch keinen Sinn machen, weil man es nicht mehr ändern könnte, sagte Zwindel. Aber er würde einiges besser machen wollen, wenn er eine zweite Chance bekäme. Er hoffe, vieles gelernt zu haben, es sei nicht nur so, dass er gebrochene Knochen und weniger Haare davon getragen habe. Und vor allem, der Sport wäre nichts ohne die Freundschaften, erklärte der Norweger, nachdem er sich ein von einem Journalisten zusammengestelltes Video mit Grußbotschaften von seinen jahrelangen Mitstreitern angeschaut hatte. Etwas im alpinen Skisport sei einzigartig, versicherte Zwindel. Wenn man nach dem Rennen die Ziellinie überquere, würde man später als alle anderen wissen, wie es gelaufen sei. Und dann schauen alle auf dich und beurteilen deine Reaktion, die man nicht verstecken könne. Aber gleich darauf müsse man mit den Kollegen, Kontrahenten, denen, die man mag und gerade geschlagen habe, wieder zusammen im Zielraum stehen oder Lift fahren. Unperfekte Reaktionen seien okay, umso wertvoller sei die Freundschaft und Respektsache in intensiven Situationen. Das Bedauern in der Szene über den Rücktritt des 36-jährigen Zwindel ist groß. Was er richtig gemacht habe. Ich denke, dass ich Glück hatte, als ich als Junger kam und ein Vorbild wie Kjetil André Anmerkung. Armut hatte. Als Teil einer coolen Mannschaft und am besten Platz, den er sich vorstellen konnte, sei er von Beginn an er selbst gewesen. Das habe es leichter gemacht. Wenn du versuchst, wer anderer zu sein, wirst du vielleicht nervös, wenn du mit den Medien sprichst. Es ist schwierig, an jedem Tag ein perfektes Gesicht zu wahren, wenn du darüber nachdenken musst, was du tust. Zwindel bereitete sich selbst und die Skiwelt seit Kitzbühel auf seinen Abschied vor, damit war klar, dass er auf diese Entscheidung nun jeden Tag angesprochen werden würde. Er hätte es auch einfach nach der WM-Abfahrt sagen können, aber dann hätte es die Möglichkeit nicht mehr gegeben, in den letzten Tagen noch mit jedem ein paar Worte zu reden. Das war ihm wichtig, denn er kam zum Schluss, es war eine gute Entscheidung, es vorher zu sagen. Von Bolivien bis Israel, die denkwürdigsten Ski-WM-Exoten. Eine Weltmeisterschaft ist neben dem Sport auch immer eine Bühne für Vertreter verschiedenster Nationen. Ob Kenia, Jamaika oder Haiti, in den letzten Jahren waren einige Legenden dabei. Spox zeigt euch die erinnerungswürdigsten Teilnehmer. Jean-Pierre Roy, Haiti, im Alter von 39 begann der mittlerweile 55-Jährige mit dem Skifahren. Bei der Ski-WM 2011 nahm er erstmals im Riesenslalom teil, auch 2013 und 2015 war er dabei. Sein bestes Ergebnis, Rang 64 im Slalom. Aktuell betreibt der dreifache Großvater ein Computergeschäft in Paris. Ein Comeback bei der Ski-WM in Aare scheint aber leider ausgeschlossen. Simon Breitfuß Kamalanda, Bolivien, der gebürtige Tiroler wird definitiv in Aare vertreten sein. Der Student pendelt zwischen Südamerika und Österreich hin und her, bei den Olympischen Spielen nahm er in jeder Disziplin teil. Breitfuß Kamalanda kam in jedem Rennen unter die Top 50, sein 32. Rang im Slalom markierte das beste Ergebnis eines Bolivianers bei Weltmeisterschaften überhaupt. Auch im Weltcup mischt er das Feld von hinten auf. Juan del Campo, Spanien, der 24-Jährige mag aus einem wintersportfernen Land kommen, ambitioniert ist er aber auf jeden Fall, ich will gewinnen, meinte er schon 2017 in den Medien. Vom Sieg ist der Spanier zwar noch weit entfernt, in Schladming feierte er aber sein bestes Weltcup-Ergebnis, Rang 24.
Damit ist er der erste Spanier seit 1986, der Weltcup-Punkte holte. Die WM soll die große Bühne für den Exoten werden. Christopher Hörl, Moldawien, ähnlich wie Breitfuß, ist auch Hörl ein Österreicher, der für ein anderes Land an den Start geht. 2012 gewann er den Fitnessbewerb Man of Steel, dazwischen arbeitet er in einem Architektenbüro. Hubertus von Hohenlohe, Mexiko, der 60-jährige Prinz ist ein alter Bekannter bei den Skiweltmeisterschaften. Vor allem die Designs seiner Trikots sorgten immer wieder für Lacher, die Ergebnisse wohl aber nicht. 2015 in Vail wurde er 46. im Slalom, in St. Moritz 2017 schied er sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom aus. Die WM in Aare bestreitet Hohenlohe in einem weiß-roten Skitrikot samt Maya-Kopf. Sabrina Wanyikusimada, Kenia, die 20-jährige Kenianerin lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Österreich, trainiert mit Ex-ÖSV-Coach Christian Reif, der auch Slalom-Weltcup-Sieger Alex Coroschillo unter seinen Fittichen hatte. Simada nahm auch bei der WM 2017 in St. Moritz schon teil, wurde 50. im Slalom und 60. im RTL. Bei Olympia war sie die erste Kenianerin jemals, die an alpinen Wettbewerben teilnahm. 2019 ist sie in Aare wieder am Start. Michael Elliott Williams, Jamaika, der 49-Jährige war früher Eishockey- und American-Football-Spieler, ehe er 2013 als erster Jamaikaner bei Skiweltmeisterschaften teilnahm. Auch 2015 in Vail und 2017 in St. Moritz war Williams am Start, im Riesenslalom in Vail wurde er 108. Nikita Scherbakowski, Israel, der erst 19-jährige Israeli hat schon zwei WMs hinter sich und betreibt mit seinen Geschwistern Igor und Maria einen Fundraiser, um Skifahren auch in einkommensschwachen Ländern, wie dem Südsudan, zu ermöglichen. Nach dem Karriereende, Palmenurlaub, Business-Angel. Aufgrund seiner vielen Verletzungen hatte Swindle in den vergangenen Jahren viele Schneeauszeiten und die Möglichkeiten, für sein Leben danach vorzusorgen. Investment in Tech-Start-up Immobilien, Mode. In der näheren Zukunft wird er nicht in den Skisport zurückkehren. Erst wenn er diesen wirklich vermisse, denn das Wiederkommen geschehe dann aus den richtigen Motiven heraus. Vorher will er aber noch an Plätze mit vielen Palmen reisen, weil er dort Leute treffe, die nicht wissen, dass er Skifahrer sei und so Gespräche auf anderen Ebenen führen könne. In der Zwischenzeit werden seine Weggefährten und Nachfolger versuchen, die Lücke auszufüllen, die er hinterlässt. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, dass wir eine Mannschaft haben, an dem müssen wir jetzt einfach weiterarbeiten, ohne Axel, sagte Herren-Cheftrainer Christian Mitter. Als Teamkamerad ist Axel unersetzlich. Seine beste Eigenschaft ist, dass er sein Umfeld besser macht. Mit seinem Feedback erlaubt er jedem so gut zu sein wie irgendwie möglich, sagte er über den Vorzeigeathleten, dem Fairness immer sehr wichtig gewesen war. Der 33-jährige Kjetil Janshult war 15 Jahre, als er Swindle kennenlernte. Er kann gute Entscheidungen treffen und gute Analysen machen in schwierigen Situationen. Egal, ob es im Marketing, der Technik, beim Skifahren oder innerhalb der Mannschaft ist. Es werde ihm fehlen, sich mit ihm direkt auszutauschen und abzustimmen. Wir werden ihn vermissen, sagte Janshult.